Kommen wir zu einem Eckstürmer des VfB Stuttgart, der mir irgendwie ein bisschen fehlt, muss ich zugeben. Aha. Es geht um Mario Gomez. Wir wollen heute über Mario Gomez sprechen, weil er aus meiner Sicht eine bemerkenswerte Aussage getätigt hat, die wir uns jetzt erstmal anhören und dann reden wir ganz kurz darüber. Es ist im Moment eine sehr spannende Phase. Eine Phase, auf die sich aufbauen lässt, die der VfB an sich als Verein auch nutzen muss, um etwas aufzubauen. Die sehen müssen, wo der Weg eben gerade hingeht. Und das ist nun mal so, dass man aufgrund der finanziellen Möglichkeiten eben mit jungen Spielen arbeiten muss und eben auch nicht anfangen sollte zu träumen, zu denken, diese Spieler bleiben für immer und ewig hier, sondern sich einfach auch so ein bisschen als Ausbildungsverein sieht. Und dafür gibt es niemand Besseren als Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo. Die zwei, die es wirklich schaffen, die Jungs in der Bundesliga zu etablieren, sie zu guten, großen Spielern zu machen und sie dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch zu verkaufen. Und gerade ist es ein schwieriger Moment, weil aufgrund von Verletzungen und das zweite Jahr in der Bundesliga ist traditionell schwer. Ich bin mir 1000% sicher, dass sie nicht absteigen werden und dann darauf lässt sich sicherlich etwas aufbauen für die Zukunft. Ich denke, das sollte der Weg für den VfB sein, ohne mich da einmischen zu wollen, denn mich geht's am Ende nichts an. Das ist rein meine Meinung von außen und von dem, was ich jetzt eben die letzten zwei Jahre da erlebt habe, dass das absolut der richtige Weg ist und dass sie echt tolle Spieler haben im Moment. Ja, Sebastian, im Hintergrund das Mittelmeerrauschen. Ja, auf Ibiza. Romantisch. Ah. Mario sitzt da direkt am Meer, hinter ihm der Strand von Ibiza. Man hört ein Boot, wie es immer wieder gegen die Planken schlägt. Es war einfach eine tolle Szenerie. Und dann diese Worte von Mario Gomez, der den Weg des VfB Stuttgart lobt. Und er muss es wissen, er war ja noch Teil des Wegs von Mislintat und Matarazzo. Und was ich schon gut fand, sind einfach so Aussagen wie, der VfB muss diese Phase jetzt nutzen, er muss wieder was aufbauen. Und damit sagt ja Mario Gomez, es ist absolut richtig gewesen, eben mit jungen Spielern jetzt zu arbeiten und nicht auf die alten Säcke zu setzen, wie es ja andere Sportdirektoren, Vorstände, was auch immer, davor versucht haben beim VfB. Also ich finde, es hat schon nochmal eine deutlich größere Wirkung, wenn so ein verdienter, bekannter Ex-VfB-Spieler sich hinstellt und sagt, hey, was der Matarazzo und der Mislintat da leisten, das ist einfach gut, den Weg muss man gehen, der VfB muss auch eine Möglichkeit finden, davon zu partizipieren, sprich, die Spieler müssen dann auch irgendwann mal weiterziehen dürfen, und so kann sich der VfB dann in der Bundesliga wieder etablieren und dann an den nächsten Schritt denken. Ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen, das da von Mario Gomez gesendet wurde. Ja, absolut. Und das zeigt ja auch, dass Mario Gomez wirklich ein sehr, sehr intelligenter Kopf ist, weil er hat ja unter Mislintat und Matarazzo noch spielen müssen oder dürfen, keine Ahnung. Und wenn er das jetzt sagt, dann finde ich, hat das auch ein relativ großes Gewicht, dass er sagt, hey, den Weg, den die beiden einschlagen, das ist der richtige und den muss man jetzt mitgehen, auch wenn es dann vielleicht mal zwischendurch ein bisschen schwierig ist. Und ja, und das sagt er, der dann auch mal auf der Bank sitzen musste, weil dann jüngere Spieler irgendwie besser waren. Also das finde ich von ihm schon relativ cool und das sind, glaube ich, Worte, die sich jeder VfB-Fan wirklich merken sollte. Ich musste nur einmal ganz kurz erschreckt zurückspulen, als er sagte, ich bin mir zu 1000% sicher, dass der VfB nicht absteigen wird. Das habe ich schon mal gehört, oder? Genau. Und danach ist der VfB abgestiegen. Ja, natürlich. Hätte er nicht sagen können zu 95% oder so. Ja. Ja, aber ich gehe ja da komplett mit. Also ich sehe auch keine große Gefahr, dass der VfB absteigen wird. Man muss natürlich immer vorsichtig sein mit so Aussagen, ganz klar. Aber ich bin da ganz bei Mario Gomez. Also eigentlich sollte der VfB das dieses Mal nicht verkacken. Dafür sind die Gegner zu schlecht. Ja. Oder zumindest sind genügend Vereine schlechter als der VfB. Also personell aufgestellt, aber auch was Trainer, was Führungspersonal angeht. Also es sieht ganz gut aus für den VfB Stuttgart, dass man die Klasse halten kann. Und nur das ist das Ziel, muss man nochmal dazu sagen. Ja, absolut. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass sich Mario Gomez nochmal gemeldet hat und den Weg des VfB kommentiert hat.